Du, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Davish on Dead Island Epidemic Closed Beta. Achso, da war ja was, ne? Going truck, going deliver, retreat, no, yes, peace. Ich mach mal peace. So, wir sind vollständig. Ich spiel wieder eine Runde PvE. So, zack. Machen wir die Barrikaden wieder down. Es ist mal wieder die erste Barrikade in der Mission, die weg muss. Ja, warte mal ganz kurz. So. Und wir sind, glaube ich, bei 50%. Jawohl, wunderbar. Weiter so schnetzeln. Die beiden Jäger machen das schon. Wir haben in der Tat zwei Jäger dabei, ja. Das eine ist ein... wie hieß er nochmal? Bird? Bernie? Irgendwas mit Bär? Aber egal. Bärtraum vielleicht. So, bei 47 Sekunden liegt der Checkpoint. Feuer! Ach so, ich dachte, ich hätte... Ach, warum wechselt er nicht, wenn ich klicke? So, die schöne Verteidigung hier, die ja schon ein paar Mal schief ging. Das habt ihr aber nicht gesehen. Das war in den ersten Aufnahmen zu Dead Island Epidemic, als die Verschwiegenheitsvorschriften gelöst wurden und man tatsächlich offiziell drehen durfte, und zwar absolut jeder. Man war sogar angehalten, seine Videos ins Forum zu posten. Was wir jetzt, ehrlich gesagt, nicht gemacht haben. Feuer! Ah, kommt da oben noch was? Da drin ist doch was. Irgendwas ist da drin. Das kommt bestimmt demnächst raus. Bams! Wie es denn da runter gepfeffert hat. Kann ich da auch runter? Ach, schade, nee. Na nee, gut, schade. Wahrscheinlich wäre ich ja nachher eh tot. Ich glaube nicht, dass man mich da unten baden lässt. Zumal ich baden außerhalb der Let's Plays machen sollte. Möglicherweise. Oder soll ich mal ein Let's Bath drehen? Ich glaube, das wird euch nicht freuen. ...3.400 von 10.000 Zombies geschlachtet. Okay, hier ist noch einer. Das ist ein Waffenwechsel, das sehe ich noch nicht so ganz richtig. Da habe ich noch so ein bisschen Probleme. Du sollst nicht dein Schild anmachen, du sollst dich... Okay. Haben wir die Candy heilen? Ich kenne die Charaktere nicht auswendig. Ich kenne eigentlich nur den großen, dicken und den Jäger eben. Ansonsten kenne ich mit den anderen Charakteren kaum aus. Ich überlege mir allerdings, ob ich mir noch einen anderen zulege. Ich bleibe mal beim Micro Labs mit dabei. Super, jetzt stürmst du. Oh, mach die Barrikaden down. Wir sind bei 4 Minuten. Das sieht gut aus. Bams. Recast Label. Achso. Ja, genau. Das ist ja das mit diesem Assault und dann anschließend dem der Wirbelattacke.
Hallo? Yeah, Scharklone, ich liebe es. Bam, 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 bam. Bada bam, bada bam, 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 bam. Jungs, ich brauche Hilfe. Ja. Bams. Yeah, voll Arsch gefickt. Darf ich das hier gerade so sagen? Ach, ich sag's einfach. Oh, oh. Okay, nach der Runde hier muss ich definitiv. So. Einmal Verbände benutzen. Bitteschön. Läuft doch eigentlich sogar. Wir sind hier, wir müssen noch hier. Und hier. Puh, 112 Minuten mit dem Boss. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir werden es ja gleich sehen, würde ich sagen, ne? Yeah, komm her, schmack du Splatt. Okay, die nieden schon mal alles um, hervorragend. 31 Zombies fehlen noch. Achtung, Bams. Yes. Na komm. Komm, wir machen jetzt hier einen Scharklone. Das ist gar nicht ohne. Und dann leider hat es überhaupt nichts gebracht. Ich habe auch nicht darauf geachtet, wie viel Zombies noch zu killen sind, sonst hätte ich den Scharklone gar nicht gemacht. Mit 2 Minuten Wartezeit, Cooldown. Und ich trinke mal nebenbei noch so ein bisschen Kaffee. Es ist ja noch früh am Morgen und irgendwie, ich bin noch nicht so ganz wach. Aber nicht wundern, es ist Samstag, das ist die normale Wochenendmüdigkeit sozusagen. So, dann nehmen wir nochmal das hier mit. Ich will die Harpune eigentlich nicht, ich hätte lieber... Ah, hallo. Ja, du kannst auf mich draufkotzen, so viel du willst, das bringt dir leider nichts. So, jetzt. Müssen wir uns beeilen, auf jeden Fall. Ja, ich habe immer noch die Fernkampfwaffe drin. Wechsel doch mal. So, Faustwaffe, meine Güte. Ach ne, wir sind ja schon bei meinem Boss. Yay! So, und jetzt hohe Gewalt auf ihn. Bams! Ja, haust du mich, haust du dich nur selber. Oh! Und zack. Ja. Wie gesagt, haust du dich nur selber. Haust du mich, haust du dich nur selber. Boah. Geh weg, du scheiß Zombie. Feuert aus allen Rohren, Jungs und Mädels. Oh. Ja, hier unter das Wasser. Um das Gift loszuwerden. So, ich sollte mich, glaube ich, mal eine Runde heilen. Oh. So, jetzt Hitler aber. Jetzt hoffe ich mal, dass er mich nicht gerade einsaugen will. Ich hoffe es nicht. Dafür hat er jemanden eingenetzt. Das ist in der zweiten Phase so ein Talent.
So, jetzt wird er feuert. Okay, und das Wasser, und das Wasser, und das Wasser. Und zwar alle. Das gilt für jeden hier. Auch für dich da drüben. Feuert. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wechsel auf Nahkampf, verdammte Axt. Ja, das ist mir egal. Komm schon. Kommen wir noch Schaklone. Okay, gut, Schaklone war nicht mal mehr nötig. War hatte noch nicht mal einen Cooldown ready. Yes, hervorragend. Was hat der Darwish? 66? Warum bin ich ja nicht mal so schlecht? Ich versteh's nicht. Na gut. Bis gleich im Hauptmenü mit der Goldmedaille. So, das Zimmer. Hier wird gerade zusammengezählt, was wir gewonnen haben. Und der Account-Level steigt natürlich. Was haben wir hier? Bruce Control, Heavy Wippen. Werden wir uns gleich mal anschauen. Dann haben wir ein Gorilla-Tape, ein Lesser Scrap und ein Bandage. Und als Summe nach den Reparaturkosten 1537 Coins. So. Jetzt muss ich eben mal kurz schauen, und zwar Check Your Weapons, Heavy Weapons. Da haben wir hier den Bear Barbed Sledgehammer mit 384. Jetzt mal ganz kurz in der Workbench gucken. Allerdings ist das jetzt, so viel ich weiß, Bruce Control. Formidabel. Sollen wir das machen? Ja, können wir uns das mal anschauen, oder? So, zack. Craft. Und leider Gottes dauert es ohnehin noch mit unserer Werkbank, bis die, ja, bis die Haltestufe 3 ist. Das Account-Level ist halt übel, es geht sehr, sehr langsam. Ich bin mal gespannt, wie das im Prinzip dann in der Release-Version ist von Dead Island Epidemic. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns irgendwo anderes in einem anderen Video. Tschüss!